Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Tutorial über FreeCAD. In diesem Tutorial werden wir dieses Gabellager zusammen modellieren und wir werden uns dieses Mal mit dem Verrunden und dem Abschrägen von Kanten beschäftigen. Wir werden auch hier wieder über boolesche Operationen sprechen und wir werden außerdem zusätzlich zu der Funktion Placement auch noch über das Messen von linearen Abständen und Winkeln in 3D sprechen. Die eingesetzte FreeCAD-Version ist auch hier die 014-3310 unter Windows 7 64-Bit. Da die Figur an sich zwei Symmetrien besitzt, zwei Hauptsymmetrien, also einmal in sich ist die Figur symmetrisch zu dieser Hauptebene und dann ist noch im hinteren Teil der hintere Teil der Figur ist noch in sich symmetrisch zu dieser Ebene. Das werden wir ausnutzen, indem wir den Nullpunkt dann entsprechend setzen von dem Modell. Ich schließe also jetzt das Modell, erstelle eine neue Datei, stelle sicher, dass ich mich im ParDesign Workbench befinde, sage eine neue Skizze, auf der XY-Ebene, jawohl. Dann werde ich als erstes eine senkrechte Linie zeichnen. Und mit Hilfe der Polylinienfunktion eine senkrechte und eine waagrechte Linie hier per Rechtsklick abschließen, Polylinie erneut aufrufen und sagen senkrecht und halt, ich habe zu schnell die Polylinienfunktion abgeschlossen. Hier noch eine waagrechte Linie, wunderbar. Dann werde ich noch Bogensegmente setzen und sicherstellen, dass die Mittelpunkte der Bogensegmente auf den Achsen liegen. Hier noch einen zweiten Bogen setzen und hier noch einen dritten Bogen, der im Mittelpunkt auch auf der entsprechenden Achse liegt. Dann werde ich im nächsten Schritt die einzelnen Punkte miteinander in Deckung bringen. Dass der Linienzug an sich geschlossen ist. Sonst lässt er sich ja nicht aufpolstern durch die Pad-Funktion, die wir dann benutzen werden. Ja, er hat den ersten Punkt nicht richtig gefangen. So, jetzt werde ich als nächstes die offensichtlichen tangentialen Beziehungen vergeben. Von diesen Bogensegmenten zu den entsprechenden angrenzenden Linien. Das Ganze ist jetzt eine kleine Fleißaufgabe. So, dann können wir noch sagen, diese beiden Mittelpunkte sollen symmetrisch sein zu dieser Achse. Und schon können wir sagen, wir vergeben dieses Maß mit 140 mm. Wir vergeben diesen Radius mit 25 mm. Wir vergeben diesen Radius mit 25 mm und dann fehlt noch die Entfernung des Mittelpunktes zum Nullpunkt oder die Länge dieser geraden Linie. Das wäre genauso machbar. Und wenn ich jetzt noch sage 75 mm, sind wir komplett eingeschränkt. Alles ist definiert, was wir brauchen. Ich schließe das Ganze und sage dann, die selektierte Skizze möchte ich gerne aufpolstern. Und zwar um 17 minus 2,5, also 14,5 mm. Und schon kann ich sagen, Selektion einpassen. Und wir haben den ersten Teil unserer Figur hiermit erstellt. Als nächstes werden wir nun dieses U-förmige innere Segment modellieren und dazu blende ich diesen Körper hier aus, weil er mich im Moment stören würde bei der Erstellung dieses nächsten Schrittes. Ich sage also, ich selektiere dieses Pad
Dann mache ich einen Rechtsklick und sage Einblenden, Ausblenden. Über die Leertaste könnte man dieselbe Funktion erreichen. Ich hebe also jetzt die Auswahl auf, indem ich irgendwo in den freien Raum klicke, sage Neue Skizze. In meinem Fall möchte ich die Skizze gerne auf der YZ-Ebene haben und werde also jetzt dieses U zeichnen mit der Funktion Polylinie. Werde ich also anfangen und sagen, ich möchte auf der Achse hier starten. Dann gehen wir senkrecht hoch, waagrecht rüber, senkrecht runter, waagrecht rüber, wieder senkrecht hoch, waagrecht rüber. Wir schauen, dass wir auch hier die Achse fangen und hier wieder den Endpunkt fangen. Jetzt meckert er mich natürlich an, dass wir redundante Beziehungen vergeben haben. Und zwar in dem Fall ist die redundante Beziehung zweimal Element dieser Achse und in Verbindung mit waagerecht. Ja, also müsste ich eine dieser drei Beziehungen löschen, damit wieder eine gültige Gesamtkombination von Beziehungen gefunden werden kann für einen Solver. Wenn ich also dieses hier lösche, wir sehen, er ist nicht mehr überbestimmt. Jetzt kann ich noch als nächstes Symmetriebeziehungen vergeben. Ich sage also diese beiden Punkte. Sollen symmetrisch sein. Na, dann hat er die Mittelachse nicht richtig gefangen. Jawohl. Dann werde ich diese beiden Punkte noch symmetrisch setzen zur mittleren Achse und zur Sicherheit noch diesen beiden Punkte symmetrisch setzen zur mittleren Achse. Und wenn ich jetzt an den einzelnen Linien ziehe, sieht man die ganze Figur ist schön symmetrisch zur mittleren Achse. Ich vergebe also jetzt als nächstes dieses Maß hier mit 75 mm. Ich vergebe hier das Höhenmaß mit 70 mm. Und dann vergebe ich noch die Breite dieses Schenkels, könnte man dazu sagen, mit 15 mm. Jetzt haben wir noch einen Freiheitsgrad übrig. Der im Prinzip dieses Maß hier beinhaltet. Und das soll 70 minus 27 mm sein. Und schon sind wir vollständig definiert. Ich schließe die Skizze, sage, ich polstere diese Skizze auf mit. Ja, 40 mm war gut, symmetrisch zur Ebene und sage okay. Wenn ich jetzt noch dieses Pad wieder einblende, sehen wir schon mal, die ersten beiden Teilobjekte sind schon mal richtig modelliert. Ich sage jetzt hier noch einpassen, hebe die Selektion auf und habe den zweiten Schritt der Modellierung erfolgreich beendet. Als nächstes werden wir uns mit den fünf Lagern dieser Figur insgesamt beschäftigen. Diese Lager an sich werden wir modellieren, indem wir Zylinder einfügen und abschrägen. Ich werde also in die Part Workbench wechseln und schalte die Ansicht um auf Drahtgittermodus, da die einzelnen Primitives, also Standardkörper, immer am Nullpunkt eingefügt werden, arbeite ich persönlich gerne, während ich die einzelnen Primitives einfüge, mit dieser Drahtgitterdarstellung. Dann sehe ich auch sofort, wo die Körper eingefügt werden und in welcher Größe sie sich gerade befinden. Ich sage also einen Zylinder einfügen. Dieser Zylinder wird mittig eingefügt. Ich markiere ihn, sage bei Daten. Ich möchte gerne die Höhe ändern. Und zwar soll die Höhe 17 mm betragen und der Radius
soll 20 mm betragen. Jetzt ist er noch am Mittelpunkt eingefügt. Das passt mir gar nicht. Über Placement werde ich ihn jetzt hier in Y-Richtung verschieben. Und zwar um minus 70 mm. Und sage OK. Wunderbar. Jetzt werden wir einen weiteren Zylinder einfügen. Auch mit diesem Zylinder machen wir das gleiche Spiel. Die Höhe soll 17 mm betragen, der Radius 20 mm. In diesem Fall werde ich ihn allerdings über Placement in plus Y-Richtung verschieben, um die gesagten 70 mm. Okay. Ich werde also jetzt noch einen dritten Zylinder einfügen und sagen, auch hier soll die Höhe 17 mm sein und der Radius 20 mm. Und den werde ich jetzt in X-Richtung verschieben, um ihn hier platzieren zu können. Also wähle ich dazu Placement, die Verschiebung in X-Richtung und wir hatten vorhin diesen Abstand hier mit 75 mm festgelegt. Ich sage ebenfalls OK und habe hiermit die unteren drei Augen schon mal prinzipiell platziert. Jetzt kann ich als nächstes noch diese oberen beiden mittigen Augen bzw. Lager einfügen, indem ich auch hier wieder sage, ich füge einen Zylinder ein. Dieser Zylinder soll jetzt eine Höhe haben von in dem Fall 20 mm und auch einen Radius von 20 mm. Über Placement werde ich ihn als erstes um die X-Achse in 90 Grad rotieren lassen. Dann sage ich OK. Wir können ihn auch gleich in Z um 70 versetzen, damit wir ihn mittig auf diese Achse im Prinzip bekommen. Also sage ich in Z 70. Okay. Nun werden wir uns mit diesen Messfunktionen kurz beschäftigen. Dazu schalte ich die Ansicht wieder zurück auf Original und sage, ich brauche jetzt ein Verschiebemaß in Y bzw. minus Y Richtung. Ich weiß, dass dieser Schenkel hier 15 mm dick ist und ich habe hier eine Höhe vergeben von 20 mm. Also ich möchte, dass diese Fläche 2,5 mm über diese Fläche übersteht. Also kann ich jetzt sagen, Measure Linear. Und jetzt möchte er zwei Flächen der Reihe nach selektiert haben. Dann kann ich also sagen, diese Fläche und diese Fläche. Die Distanz beträgt 17,5 mm. Also 2,5 mm Überlappung wollten wir haben, also müssen wir in minus Y-Richtung um 20 mm verschieben. Ich sage Clear All, um alle eingeblendeten Maße wieder zu löschen. Und dann wähle ich wieder meinen Zylinder aus. Und wir hatten ja gesagt, in Y-Richtung wollen wir minus 20 mm verschoben haben. Ich sage OK. Und dieses Lager ist hiermit auch an der richtigen Stelle platziert. Zur Sicherheit schalte ich wieder um in den Drahtgittermodus, weil ich noch einen letzten Zylinder benötige zum Einfügen, den Zylinder 4. Der wird auch mit einer Höhe von 20 mm und einem Radius von 20 mm versehen. Dann werde ich als nächstes auch hier ihn um die X-Achse um 90 Grad rotieren lassen und in Z werde ich ihn auch gleich um 70 mm verschieben. Wir schalten wieder um auf die Originalansicht und sagen auch hier, uns interessiert jetzt in diesem Falle diese und diese Fläche, der lineare Abstand sind 37,5 mm. Auch hier möchten wir einen Überstand haben von 2,5 mm. Also ist unser Maß 40 mm in plus Y-Richtung zum Verschieben. Ich sage also Clear All, sage Schließen, wähle meinen Zylinder 4 an und sage über Placement
In Y-Richtung hätten wir gerne 40 mm als Verschiebemaß. Okay. Damit sitzen die Augen als solches schon jetzt an der richtigen Stelle. Nun wenden wir uns dem Abschrägen der einzelnen Zylinder hier zu. Ich werde dazu also dieses Pad ausblenden und dieses Pad 1 am besten auch noch ausblenden. Dann haben wir nur noch die Zylinder vor uns. Es gibt in der Part-Design Workbench Funktionen zum Abrunden und Abschrägen und auch in der Part Workbench. Ich persönlich werde jetzt für diese Lektion hier einmal die Funktion in der Part Workbench verwenden, die mir persönlich auch etwas besser gefallen von der Logik her und wie sie aufgebaut sind. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Fall sage, dass ich die gewählten Kanten einer Form abschrägen möchte, dann sagt er, okay, er würde gerne Kanten selektieren. Und zwar geht es immer darum, was wähle ich hier aus, welche der vorhandenen Solids. Ich kann also sagen, am Zylinder kann ich dann die Kante 1 oder die Kante 3 auswählen. Ich wähle zum Beispiel mal die Kante 1 aus. Die wird hier grün dargestellt und ich kann jetzt hier mit einem Doppelklick die Länge überschreiben und sagen, ich hätte gerne eine 2,5er Schräge. Wenn ich jetzt sage, okay, wird diese Schräge hier zugefügt. Ich kann auch im Vorfeld an einem Solid, an einem der einzelnen Körper, die ich erstellt habe, eine Kante zum Beispiel auswählen und dann sagen, ich möchte hier abrunden und wie wir sehen, hat er, wenn nicht die entsprechende Auswahl auf Zylinder 1, nein, Zylinder 2 war das, umstelle, dann ist die Kante 1 schon selektiert. Und ich kann hier über Length korrigieren auf 2,5 mm. Das gleiche machen wir hier. Wir sagen, wir schrägen hier ab. Und zwar ist das Zylinder 1, jawohl, Kante 1 mit 2,5 mm wird abgeschrägt. Wunderbar. Dann können wir sagen, wir selektieren noch Zylinder 3 und können hier quasi schon die Vorauswahl hier bestimmen. Und jetzt kann ich sagen, ich hätte gerne mit einer Länge von 2,5 überschrieben, Kante 1 und Kante 3. Nein, macht das so rum nicht, also werden wir manuell ihm hier zur Sicherheit nochmal beide Kanten mitgeben und sagen, okay. Dann werde ich noch bei Zylinder 4 ebenfalls Kante 1 und Kante 3 mit jeweils einer Länge von 2,5 abschrägen. Und das wären jetzt alle abgeschrägten Zylinder. Ich kann wieder Pad und Pad 1 einblenden und bin soweit mit meinem nächsten Modellierungsschritt fertig. Als nächste Operation werden wir diese beiden Verstärkungsrippen modellieren. Dazu werde ich auch hier wieder diese ganzen Körper als erstes ausblenden, weil sie mich stören. Wie in der Windows üblich, kann ich den ersten Körper anklicken, Shift drücken, den letzten Körper anklicken, mache dann einen Rechtsklick und sage Auswahl ausblenden. Somit habe ich alle Körper ausgeblendet. Ich wechsle dann in die Part-Design Workbench, sage, ich möchte gerne eine neue Skizze, und zwar eine Skizze auf der YZ-Ebene. Ich sage OK und werde als erstes zwei Dreiecke zeichnen. Und zwar werde ich hier eine senkrechte Linie, dann eine waagrechte Linie und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt eine Linie zeichnen. Und das Ganze werde ich mit Hilfe der Polylinienfunktion hier auf der anderen Seite wiederholen.
dann werde ich diese Länge hier mit 12 mm festlegen, die Höhe mit 35 mm. Dann werde ich als nächstes Symmetriebeziehung vergeben, und zwar immer für jeweils die entsprechenden Punkte. Den Punkt ziehen wir gleich mal ein bisschen raus, dass wir schon optisch gleich eine bessere Auswahl haben. Dann werden wir hier noch vergeben. Und hier noch den dritten Punkt werden wir auch symmetrisch setzen zu seinem Pendant auf der anderen Seite. Und wenn ich jetzt noch so gesehen die Koordinaten eines der Punkte, in dem Fall werde ich mir diesen Eckpunkt hier schnappen, vergebe in Z- und Y-Richtung, werden wir dann vollständig eingeschränkt sein. Das ist das, was diese Meldung hier besagt. Noch zwei Freiheitsgrade sind übrig. Also sprich, wenn ich hier irgendwo ziehe, kann ich die Position des Dreiecks als solches noch verändern. Ich kann also sagen, diese beiden Punkte in dieser Richtung sollen 37,5 auseinander sein. Ich könnte auch sagen, diese beiden Punkte sollen dann eben das gesamte Maß 75 auseinander sein. Wäre genauso möglich gewesen. So, und dann markiere ich wieder diese beiden Punkte und sage noch, das Maß in Z-Achse soll 14,5 mm betragen. Ich schließe die Skizze und sage, ich möchte gerne aufpolstern um 10 mm, symmetrisch zur Ebene. Jawohl. Jetzt kann ich diese ganzen Körper zur Sicherheit wieder mal einblenden. Wechsle axonometrisch, sage einpassen und habe also schon mal diese Verstärkungsrippen hier richtig konstruiert. Nun werden wir diese vordere Verstärkungsrippe modellieren. Dazu werde ich auch hier wieder alle einzelnen Körper selektieren. Ich werde sagen, die Auswahl hätte ich gerne ausgeblendet. Wir werden eine neue Skizze, in dem Fall auf der XZ-Ebene, erstellen. Wir sagen okay. Ich werde mit Hilfe der Polylinie eine waagrechte, eine senkrechte, hier wieder eine waagrechte Linie und dann wieder eine Linie zurück zum Ausgangspunkt modellieren. Ich werde sagen, dass dieses Maß 34 mm sein sollen. Dann werden wir von diesem Punkt die X- und die Z-Koordinaten festlegen. Wir werden sagen, die X-Koordinate soll 20 mm sein und die Z-Koordinate hätte ich gern auf 14,5 mm. Dann hätte ich gerne die Z-Koordinate dieses Punktes auf 27 mm. Und dann hätte ich noch gerne die X-Koordinate von diesem Punkt auf 26 mm. Wir haben wieder alles definiert, sind vollständig eingeschränkt, wir können schließen, die Skizze aufpolstern um 10 mm symmetrisch zur Ebene und sagen okay. Wir blenden wieder die gesamte Auswahl an Körpern ein, gehen auf axonometrische Ansicht, sagen einpassen und haben also auch diese Verstärkungsrippe hiermit richtig modelliert. Jetzt haben wir also alle einzelnen Körper zusammen, die wir für das Gesamtmodell benötigen. Folglich kann ich jetzt als nächstes in die Part Workbench zurückwechseln. Ich selektiere wieder sämtliche einzelnen Körper und sage nun, dass ich diese einzelnen Körper vereinigen möchte zu einem gesamten Körper. Hat er durchgeführt, wunderbar. Jetzt kommen wir auch zu einem kleinen
seiner kleinen Problematik, die die ganze Geschichte beinhaltet hat. Und zwar ist die Schwierigkeit, diese Zylinder hatten eine Höhe von 17 mm und diese Zunge hat eine Höhe von 14,5 mm. Wenn ich jetzt also zuerst vereinigt hätte und die Zylinder danach abgeschrägt hätte mit 2,5 mm, hätte sich hier eine Nullgeometrie ergeben und somit hätte ich eine Fehlermeldung bekommen. Das ist der Grund, warum ich in dieser Übung zuerst den Zylinder abgeschrägt und dann alles miteinander fusioniert habe, damit ich keine Fehlermeldung bekomme. Ich sage jetzt also wieder Zoom alles. Und jetzt können wir noch in einem letzten Schritt die einzelnen Bohren einbringen und die Kantenverrundung einbringen und dann ist das Modell fertig. Um die notwendigen Bohren einzubringen, wechsle ich also wieder zurück auf die Part Design Workbench. Ich selektiere diese Fläche an und sage in dem Fall, ich hätte gerne eine neue Skizze. Ich übernehme eine externe Geometrie, in dem Fall diese Kante, und kann jetzt meinen Kreis hier schön mittig platzieren. Ich vergebe dem Ganzen noch eine Radiusbeziehung von 10 mm, kann jetzt schließen und kann jetzt als nächstes die Taschenfunktion anwenden und kann sagen, in dem Fall möchte ich bis zu einer bestimmten Oberfläche die Taschenfunktion. Ich klicke auf Fläche und sage ihm anschließend per Selektion diese Fläche. Ich sage okay, er hat also diese Tasche richtig eingebracht. Jetzt kann ich als nächstes eine dieser drei Flächen hier anwählen, sagen, ich möchte eine Skizze. Ich möchte eine externe Geometrie übernehmen. In dem Fall diese Kante. Das ganze Spielchen machen wir noch zweimal, damit ich die entsprechenden neuen Kreise hier schön mittig platzieren kann. Und hier noch ein dritter Kreis. Jawohl. Jetzt kann ich alle drei Kreise selektieren. Und sagen, sie sollen alle gleich groß sein. Dann schnappe ich mir einen der Kreise, vergebe noch einen Radius von 7,5 mm, sage schließen und wende nun noch die Taschenfunktion an, sage durch alles, okay. Und somit hat er auch die Bohrung richtig erstellt. Nun werden wir noch in einem letzten Schritt diese vier Kanten verrunden. Ich wechsle also wieder zurück in die Part Workbench, zoome etwas hin, werde die Kante selektieren, dann werde ich diese Kante selektieren, dann werde ich diese Kante selektieren, dann werde ich diese Kante selektieren. Dann kann ich sagen, die ausgewählten Kanten einer Form abrunden und schaue jetzt nach, welche Kanten er hier bereits markiert hat und korrigiere auf einen Radius von 2,5 mm. Das ganze Spielchen machen wir viermal. Wir schalten also einfach noch ein bisschen durch. Jawohl. 2,5 und das ist der letzte markierte. Da sage ich okay und der hat also hier, wie man sieht, richtig alle vier Kanten verrundet. Ich schalte also zurück auf meine axonometrische Ansicht und habe hiermit die Übung beendet und abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte ein paar interessante Dinge zeigen und würde mich über jedwede Kommentar freuen und vielleicht sehen wir uns in einem weiteren Tutorial wieder. Auf Wiedersehen.